herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Farming Simulator 2019 hier auf der Ravenport mit dem Meine Tierfarm Projekt. Schön, dass du eingeschaltet hast. So, wir waren stehen geblieben, dass wir Weizen, ich meine es war Weizen, verkaufen wollten, beziehungsweise 783 in den Bunker bringen. So, Weizen, genau. 700, jo, komm, machen wir einfach. Getreidespeicherzentrum. Jo. Fahren wir natürlich wieder mit Autodrive rein. So, mal gucken. Ob er das jetzt hier gut macht, ob er rechts lang fährt. Er müsste eigentlich rechts lang fahren. Dann ist safe. Jo, tut er. Okay. Nur weil ein paar Wege direkt hier über meinen Hof fahren und das dann natürlich nicht so gut ist, weil die nicht mehr richtig funktionieren. Gibt es was hier direkt nebendran, was wir machen können? Feld 3 wäre natürlich schön, aber ansonsten, ich würde gerne noch einen Vertrag machen. Habe ich jetzt gerade gar nicht so richtig gesagt. Oh, Feld Mai. Oh, jöjöjöj. 82.000. Meine Güte. Feld 8 Zuckerrüben. Was eine Hölle. Das willst du doch nicht machen. Da bist du doch mehrere Stunden am Arbeiten. Holy moly. Auch hier hast du wieder viel Arbeit. Ernte, ist alles Ernte. Ist alles Ernte. Ballen pressen. Transportieren. Transportiere den Gegenstand von der Molkerei nach Baustelle. Weiß ich immer nicht. Muss man da übrigens selbst, also kriegt man das gestellt, das Fahrzeug, oder ist das nur eine Palette oder sowas? Das wird eine Palette sein. Und hier, oder beziehungsweise hiermit ist, glaube ich, dann gesagt, Wasserstelle, Molkerei. Damit wollen sie sagen, da musst du Milch transportieren und hier musst du Wasser transportieren, ne? Oh Gottchen. Das lohnt sich doch hinten und vorne nicht. Nee, also da sehe ich jetzt ehrlich gesagt gerade ganz, ganz schlechte Karten, dass wir hier Unkraut bekämpfen. Das wäre noch das Einzige auf Feld 11. Wir haben einen kleinen Striegel. 2,4 ist schon ordentlich. Wir haben einen kleinen Striegel, aber das bringt gerade nichts. Da haben wir ja gerade mal 2100 und mit Sicherheit werden wir eine halbe Stunde brauchen. Das heißt, die Hefe kostet auch nochmal 500 dann, meine ich. Sowas um den Dreh rum. Na, ist nicht geil. Lohnt sich nicht. Ja, ich mache keine 9 Hektar alleine, ne? Also, 9 Hektar, Feld 11 hier. Na. Nee. Lass mal stecken. Da fahren wir jetzt hier lieber einfach mit Autodrive hin und ja. Das ist dann noch hier so ein großes Problem. Und zwar, danke. Und zwar, fahren die nicht weiter, sobald der hier in der Nähe ist. Das ist manchmal dann so ein bisschen bescheiden.
Aber gut. Ist okay. So. Ja, auch nochmal rund 10.000 müsste das geben. Also, das ist schon mal eine gute Sache. Ja, 11.000. Nice. Nice, nice. Ist auch schön. Hier ist der Kurs nicht ausreichend meines Erachtens nach eingefahren, ne? Kannst du nicht hier jetzt nach links abbiegen? Würde er ganz doof drüber rumfahren. Gut, dann. Fahren wir doch einfach hier händisch. Die Abkürzung. So. Und dann können wir den nämlich auch da wieder hinstellen und weiter befüllen. Denn ich bin mir sicher, der Drescher, der Vollernter, der ist schon wieder so gut wie voll. Was? Nee. Das habe ich jetzt nicht verstanden, warum er da nicht lang fährt. Hätte doch hier einfach lang fahren können. Das war Knaboschinski. Vielleicht schaffen wir es ja noch nach Europa unser Monster-Imperium aufzubauen, so dass wir irgendwie in die Richtung Supermaschinen XXXXL. Ich glaube dann nicht wieder in Amerika, aber so in Richtung vielleicht Australien oder sowas. Aber das sind ja super, super zukünftige Gedanken, die ich gerade da hege. Und eigentlich müssten wir hier mal schauen, ob wir was. Ja, können wir reparieren. Dann machen wir das nämlich auch. Dann fahren wir wieder schneller, verbrauchen nicht so viel. Gut, sehr gut. Okay, das haben wir. Und der kann schön fröhlich weitermachen. Und jetzt endlich. Endlich schaffen wir es. Wir können fix mähen. Jetzt haben wir nochmal um 3 Meter uns verbreitert. Und dann können wir vorspulen, ne? Wir haben zwar erst 9:30 Uhr, aber hey, wir können vorspulen. Ah, das können wir nochmal anheben. Wir können vorspulen, denn wir wollen ja noch ein bisschen Kohle machen, bevor es weitergeht. Jetzt hier, das müsste die 94. Folge sein.
Sonst läuft uns hier die Zeit weg. So, ich habe gelernt. Oh, das ist. Stimmt das? Na, okay. Also für Hoch- und Runterfahren stimmt es, aber für das Einschalten stimmt es nicht. Und zwar, wenn du STRG dabei drückst, indem du. Oh, okay. Wir haben hier ganz schön. Der hat zu kämpfen. Aber ja, sonst sind wir doch ein bisschen schneller unterwegs, oder? Man, können wir? Normalerweise mit 22. Jo. Ja, der Fendt hat hier ordentlich. Ordentlich zu leiden. Aber gut. Ja, ich hatte jetzt gehofft, dass es dadurch schneller geht. Ja, jetzt tuckern wir ein bisschen langsamer hier durch, aber haben natürlich auch, sind breiter. Ne? Manchmal jetzt, so wie jetzt, kriegen wir auch unsere 22, dann ist okay. Hier wird er jetzt sich hochquälen. 5, 4. Oh. Gottchen. Aber gut. Ja, wenn ihr das hier mittlerweile seht, dann müsste eigentlich auch die Gamescon durch sein. Ich versuche gerade ein bisschen nachzurechnen. Nee, das stimmt nicht. Nee, die müsste noch anstehen. Die dürfte da noch nicht fertig sein. Ich produziere in letzter Zeit auch wieder ein kleines bisschen vor. Weil am 28. August, ne? WoW Classic Release. Klingt lustig, wenn man von Release spricht, von einem Remaster. Eigentlich, aber hatte ich ja schon mehrmals angekündigt und mehrmals gesagt, ist für mich einfach ein Kindheits, ja, Traum, könnte man schon sagen. Ich habe das immer sehr gerne gespielt, auch hart gesuchtet, ne, muss man auch sagen. War eine teilweise ja doch extreme Zeit, aber das ist vorbei. Man macht alles mehr in Maßen, aber ich will es unbedingt spielen, ne? Auf dem Privatserver eine Zeit lang gespielt, aber das Spiel muss sein. Und deswegen, ich möchte nicht, dass es dann schon wieder zu so einer längeren Pause kommt. Und deswegen produziere ich vor. Ich habe mega Bock. Ich freue mich nämlich jetzt auch schon drauf. Ich will jetzt dieses Projekt hier in Anführungszeichen endlich abschließen. Wir warten immer noch auf einen Verkäufer. Papiere sind wir mittlerweile so weit durch, dass wir nach Europa reisen können. Aber wir können ja das hier nicht einfach liegen lassen. Und vorher will ich nicht rüberziehen, solange wir nicht Kohle haben, beziehungsweise noch Schulden haben, ne? Das ist ja auch wichtig. Und deswegen müssen wir noch uns etwas gedulden, bis wir auf der neuen Karte loslegen können. Aber die Zeit muss natürlich genutzt werden. Und deswegen bringe ich das jetzt hier mal mit ein bisschen Nachdruck voran. Dann, ich hatte es letzte Mal in der letzten Folge erzählt. Ich meine, ich hatte das erzählt. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Community-Projekt und das BGA-Projekt. Es war herrlich. Es war ein köstliches Wochenende. Erstmal vielen, vielen Dank natürlich an die, die da waren. Es hatten sich ein paar angemeldet, die auch nicht gekommen sind. Das war ein bisschen schade. Keine Sorge, ich bin nicht böse, aber hätte mich wirklich gefreut, euch mal alle kennenzulernen auch, ne? Das ist ja auch durchaus eine Chance.
dass man da dann mal sagen kann, hey, wer bist denn du so? Wir haben uns viel unterhalten. Es waren natürlich auch ein paar alte Gesichter dabei. Zwei hatten mir der Alex und der Stefan. Die hatte ich mit so ein bisschen administrativen Sachen noch betraut. Und das haben die hervorragend gemacht, haben mich da richtig gut unterstützt. Große Klasse da auch nochmal vielen Dank an euch beiden. Und dann war auch noch der Henry da. Henrik, Entschuldigung. Ach, ich, wirklich, ich sag das falsch, ich habe auf der Arbeit einen Henry und einen Hendrik. Und dann gibt es ja auch noch einen Henrik. Es tut mir leid, ich tue mich da immer wirklich schwer. Aber nichtsdestotrotz, der war auch da, war auch sehr, sehr cool, mal wieder mit dem zu schnacken. Und ja, dann ein paar neue Gesichter, zwei neue kennengelernt, über die ich mich sehr freue. Und da würde ich auch sagen, ich sage jetzt mal keine Namen, weil sonst fühlen sich die anderen vielleicht ein bisschen, ja, vernachlässigt. Aber die haben mir so richtig zugesagt. Die waren so genau auf, ja, auf einer Höhe, ne, wie man so schön eigentlich sagt. Und da freue ich mich, wenn die beim nächsten Projekt auch dabei sind. Das haben sie mir auch geschrieben, dass sie da gerne nochmal mitmachen würden. Und es wird auf jeden Fall was kommen. Das war so lustig. Es war auch ein knallhartes Wochenende, muss man auch ganz klar sagen. Es war knallhart. Insofern, ich glaube, am ersten Tag habe ich 16 Stunden gespielt. Von 10 Uhr. Warte mal, jetzt muss man kurz überlegen. Ich war auch mal für, ich glaube, 15 Minuten, 20 Minuten oder so weg gewesen. Da haben die dann alleine weitergemacht. Ich habe das einfach nur aufgezeichnet. Aber ich muss jetzt mal nachrechnen. Bis 2 Uhr nachts haben wir gemacht. 10 Uhr. Genau, ja. Sind 14, nochmal 2, sind 16 Stunden. Exakt. Ja, 16 Stunden waren es. Und wie gesagt, insgesamt vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde mal nicht am Rechner gewesen. Und ich war um 2 Uhr nachts echt durch. Also, man merkt, man ist nicht mehr der Jüngste. Und, aber es war grandios. Hat sehr viel Spaß gemacht. Jetzt muss ich erstmal die 180 GB, glaube ich, Videomaterial sortieren. Das müssten also so roundabout 16, 17 Folgen sein. Also, eine ganze Menge. Ich werde auch das Niveau der BGA-Releases erhöhen, weil sonst dauert es immer noch zu lange. Und ob wir es geschafft haben, weiß ich nicht. Aber wir haben sehr, sehr viel geschafft. Sehr, sehr viel. Wir waren dann bei dem Stand, dass wir alle Felder oben hier auf dem Ravenport-Plateau gekauft hatten. Wir gucken gleich mal auf die Karte. Und ich immer noch 2,5 Millionen Euro zur Verfügung hatte. Also hier, Feld 7, 8, 11, 9 und 10. Komplett gekauft. Und 7, 8 und 11 waren auch schon komplett miteinander verbunden. Haben wir auch schon einmal geerntet gehabt mit zwei Erntern. Wir haben neue Ernter gekauft und so weiter. Also hat sich eine ganze Menge getan. Will da auch nicht zu viel verraten. Das könnt ihr ja dann alles über das Projekt sehen. Aber ich weiß nicht, ob wir es eben geschafft haben, und ich könnte mir vorstellen, dass man da vielleicht nochmal ein paar Sessions dranhängen muss. Es wird immer exponentiell schneller. Also zu 8 haben wir, ich muss lügen, ich würde mal sagen, vielleicht haben wir 12 Millionen geschafft an dem Wochenende. Teilweise waren wir zu 8, teilweise waren wir nur zu dritt. Und das wird, wie gesagt, immer schneller, immer besser. Jeder weiß irgendwann, was er zu tun hat. Und insofern, ich freue mich aufs nächste Mal. Ich würde auch ganz gerne wieder livestreamen. Da ist einfach nur immer das Problem, er war mir einfach abgestürzt regelmäßig.
Ich weiß nach wie vor nicht, wo es ist, denn es ist wieder passiert am Wochenende. Ich tippe immer noch, dass es irgendwas mit dem RAM zu tun hat. Irgendwas mit dem RAM. Weil einfach ich auch heute habe ich ein bisschen geschnitten, was für WoW, aber da hatte er eine Zeit lang dann gesagt, er kann plötzlich die Datei nicht mehr finden, die Temp-Datei, und er kann diese nicht mehr finden, und das könnte auch ja was mit dem RAM zu tun haben. Meine Güte, kämpft der sich hier ab. Der ist schon ganz schön am Kämpfen. Das wäre natürlich um ein Vielfaches schneller mit einer besseren, stärkeren Maschine. Aber das können wir jetzt wahrhaftig uns nicht ausleihen. Das seitliche Schneidewerk da für 400 Euro und was war das? Tageskosten ein Huni oder so? Das ist okay. Da brauche ich mir keine Sorgen zu machen. Oh. Die Sämaschine bleibt da gleich hängen. Und der hier ist fertig. Habe ich total übersehen. Warum habe ich das übersehen? Dass ich ihn abtanken kann. So, wenn der umgedreht ist. Oh, das war zu weit. Wenn der umgedreht ist da vorne, dann jumpen wir da direkt rein. Tun den abhängen. Und den Anhänger gerade ein Stück auf das bereits gesäte Rapsfeld auftragen. So, Helfer einstellen. So. Dann haben wir das auch. Ich würde eigentlich noch ganz gerne in dieser Folge vorspulen, aber das schaffen wir hier wegen der Saat vermutlicherweise nicht. Ich kann das nicht beschleunigen. Nochmal einen ausleihen oder jetzt irgendwie holen. Eine Saatmaschine. Das lohnt sich nicht. Aber gut. Ja, jetzt wären es noch ungefähr 6 Minuten, das schaffen wir nicht. Aber das ist ja überhaupt kein Problem. Es ist kein Problem. Wir haben ja hier auch noch was zu tun. Dann würde ich nämlich auch wieder... Also Grasballen haben wir ja noch. Ich würde auch noch wieder Heu machen. Das heißt, wir können direkt schwaden. Direkt zettern. Ich habe jetzt nochmal geguckt, das heißt nicht zetern, sondern zettern. Zumindest heißen die Geräte Zetter. Also mit TT. Wobei das Zetern, das Zerreißen und das wütend sein umschreibt. Also es ist wohl nicht ganz so falsch, es vielleicht auch Zetern zu nennen. Aber die Dinge heißen Zetter, also sagen wir doch auch einfach Zetter.
Dann habe ich mir eigentlich auch vorgenommen, in der neuen Staffel, wenn du so möchtest, oder wenn ihr so möchtet, in der neuen Staffel ein bisschen wieder mehr vermehrt mit dem Lenkrad zu arbeiten. Das liegt jetzt hier gerade nebendran, staubt ein bisschen ein, aber dafür müsste ich eigentlich vorher erst noch mal ein bisschen was optimieren. Aber das ist noch nicht spruchreif. Mir ist jetzt letztens meine Maus kaputt gegangen. Ich musste mir jetzt eine neue kaufen. Ich bin ja ein Gewohnheitstier. Also ich habe auf der Arbeit und privat ein und dieselbe Maus. Es ist zwar eine Gamer-Maus und mein Arbeitgeber hat das auch akzeptiert. Weil ich habe gesagt, du, lieber Arbeitgeber, ich brauche die Maus. Entweder kaufe ich mir die selber und ich schließe an. Das geht aber nicht wegen ISMS-Zertifizierung. Da darf ich keine eigenen USB-Geräte anschließen. Also hat er mir die dann, ja, netterweise, ich meine, er könnte auch drauf verzichten, aber deswegen netterweise hat er die mir zur Verfügung gestellt und dann benutze ich die. So, und jetzt kaufe ich mir natürlich dann nicht, weil meine privat kaputt gegangen ist, kaufe ich mir natürlich jetzt nicht eine andere Maus. Ich habe diese Razer Naga. Moment. Zuerst zuklappen. Der wird zugeklappt geliefert. Ich soll das in. Was? Jetzt bin ich verwirrt. Ach so. Okay, so hat es geklappt, aber man hätte das ja nach hinten klappen können. Weiß ich allerdings gerade nicht, wie das hätte gehen können. Aber gut. Wegen der Maus. Und keine Ahnung. An dem Spielwochenende am Samstag hat sie noch funktioniert. Sie hatte zwar mal so ihre Aussetzer, okay, und dann am Sonntag gar nicht mehr. Überhaupt nicht mehr. Also das heißt, der Cursor hat sich nicht mehr bewegt. Ja, konntest du nicht mitarbeiten, ging nicht. War ärgerlich. Habe ich eine Ersatzmaus genommen. Ist so eine 0815 Billigmaus, die aktuell meine Freundin gerade an dem Rechner hat. Ich aber jetzt hier noch rumliegen hatte. Und das geht mal gar nicht. Ich kriege sofort Hand. Ich weiß nicht, ob das nur Einbildung ist, aber ich bekomme sofort Handgelenkschmerzen, wenn ich eine andere Maus benutze. Und wenn ich die benutze, dann geht's wieder. Dann ist gut. Oh Mann, ist ja nervig hier. Aber da musste ich ja auch erst drauf warten. Dass die, weil die musste ich ja erst bestellen. Ich habe sie dann auch gleich bestellt, weil ich weiß ganz genau, eine andere Maus kaufe ich nicht, eine andere Maus nehme ich nicht. Und wenn ich die jetzt nicht bestelle, dann warte ich sinnlos noch länger. Also direkt bestellt. Kam dann auch gestern. Ja, ich glaube, gestern war es gewesen. Dann stimmte erstmal mal die Geschwindigkeit nicht. Ist eine etwas andere Version gewesen. Weiß nicht, ob das daran lag oder dann musste ich erst noch mal die DPI-Zahl und die Einstellungen unter Windows noch mal passend für mein Spielgefühl einstellen. Und jetzt mittlerweile bin ich eigentlich wieder ganz zufrieden. Aber das ist so eine Sache, ne? Kennt ihr das? Schreibt mal in die Kommentare, was so euer Ding ist, was ihr unbedingt braucht. Egal was, wo ihr sagen könnt, da kann ich nicht drauf verzichten, es geht nicht. Ich brauche das unbedingt, sonst werde ich kirre. Und das ist bei mir die Maus. Ich brauche genau diese Maus. Bei jeder anderen Maus fange ich an rumzufluchen, krieg Handgelenkschmerzen. Wie gesagt, es könnte auch nur eine Kopfsache sein. Aber denn wir sind schon fertig. Das war's für diese Folge.
Wir haben es leider nicht geschafft, so weit zu kommen, wie ich eigentlich kommen wollte mit Vorspulen, aber das war, wie gesagt, klar. Ich würde es gerne versprechen, dass wir nächste Folge vorspulen können, denn ich möchte ein bisschen mehr Kohle sehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn der Milchpreis stimmt, dass wir dann verkaufen können. Ja? Insofern, macht's gut, meine Lieben. Lasst mir doch ein Like und Subscribe da und wir sehen uns das nächste Mal. Also, bis dahin. Ciao, ciao.